Es ist Zeit für den Reihenfahrer, man. Seid ihr bereit für den Fahrer? Let's f***ing go. Ja, das war nicht die Fahrt, die ich wollte. Who is that Pokémon? It's no way for you! Kartus ist es, glaube ich, auf Jungle. Ich glaube, Kartus ist es. 3 Uhr nachts. Ich gehe in Discord, wir spielen noch eine Runde. So, er ist Level 25, ich bin Level 45, okay? So, World Tier 2. Ich will nur noch die 5 Level schaffen, damit ich es einmal ins Late Game schaffe. Dann machen wir, also erst sagt er mir, ey, deine Skillung ist kacke. Ja? Dann gibt er mir einen Guide, wo ich kein einziges Equipment für habe und ich bin halt komplett nutzlos. Ich halte nichts mehr aus und ich mache keinen Schaden mehr. Weil das ein Bild für irgendwie so Zweihandkolben war. Ne? So, habe ich umgebaut, komplett nutzlos danach. Davor war ich richtig stark so. Dann machen wir so einen Dungeon und beim Bossfight portet er sich aus dem Bossfight raus, lässt mich alleine mit der doppelten Boss-HP, geht aber auch nicht aus der Gruppe, damit die Boss-HP runtergeht. Und ich stehe da drin und sterb. Weil ich kann keinen diese Escape-Rolle zünden. Da portet er einfach raus. Ich sehe nur wie so, ach, ich gehe mal, ne? Portet er einfach davon. Das war der größte Verrat, den ich je gesehen habe. Er hat sich so angefühlt, als würde mir einer mit einem Messer in den Rücken stechen, ey. Das war eine harte Erfahrung, kann ich mal sagen. Würde ich mir mit dem stehen, er hat das nicht böse gemeint oder so. Ne? Also das war jetzt, mein Gott, das war halt Pech. Das war halt Pech für mich, mein Gott. Ich bin ja am Ende des Tages ist man immer selber schuld. Wenn ich merke, oh shit, die Skillung war ja auch richtig. Ich hatte halt bloß die Items nicht, ne? Dann hätte ich halt erstmal meine Skillung behalten sollen, bevor ich ändere. Ist ja klar. Was Größenordnung Darth Vader? Ja, ja, ja. Also ungefähr so war das. Wenn nicht schlimmer. Was hältst du von One-Tricking? Das ist die beste Art zu climben, ist es zu One-Tricking. Also wenn du wirklich climben möchtest, One-Tricking ist es. Kann man Red starten mit Kartus? Weil in dem Game möchte ich eigentlich von der Zeri Yumi Lane weg. Das ist wirklich schon um einiges unangenehmer. Der Claire hier. Ja, wir wissen, sie hat... Damit muss man, glaube ich, immer rechnen, wenn man gegen Kindred spielt, ne? Damit muss man immer rechnen mit diesem Cheese-Invade, der Standard halt. Was muss man jetzt? Double Crappen probieren? Versuchen zu Counter-Invaden auf der Botseite? Das war sehr gut. Die hatten hier überall Vision, so wie es aussieht. Triplet, gerne. Das ist sehr, sehr stark von meinem Midlaner. Er hat sie allerdings sehr, sehr viel für uns aufgegeben. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal helfen dann. Wahrscheinlich meine Bootseite invaden. Wenn sie hier nicht ist, muss sie in meiner Bootseite sein, oder? Oder meint ihr, die würde resetten? Aber das macht keinen Sinn, ne? Ich war da und da auf. Wir sind beide hinter mir her. Der ist schon 6. Okay, das war nicht die Hilfe, die mein Midlaner sich, glaube ich, vorgestellt hatte. Wir haben den gesamten Jungle bekommen. Jetzt können wir zu unseren Wölfen gehen hier. Dann nach unten Jungle. Bin die Legende. 6 Mitte jetzt auch. Der wird sehr viel Pressure haben hier. Wave hatte ich gesehen? Ich weiß, ja, ja. Komm. Wait, what? Ah, die war doch hier drin, oder was? Die war doch hier drin, aber die hat nur meine Raptoren genommen. Deswegen war sie so langsam. Das, ich werde leider ganz knapp nicht 6 hitten hier, ne? Hätten ihre Raptoren noch gebraucht. Wir können oben die Languste nehmen und dann können wir versuchen... Oder actually, wir können bei ihren Raptoren starten, oder? Die wird vielleicht unsere Raptoren nehmen. Dann können wir ihre Raptoren nehmen und dann können wir den Red Buff auch nehmen. Weil sie nimmt wahrscheinlich unsere Raptoren und den... Ist keine Hilfe. Wer ist das hier? Zurück Richtung unseres Jungles. Die könnte da natürlich drin sein, ne? Sogar. Ich hätte noch ulten können. Okay, können wir unsere Top-Seite. Jetzt ist es interessant zu sehen. Also wir haben Herald gekriegt und 1 für 1 getradet. Das ist also ziemlich gut für uns, ne?
Tja, ne? Haben wir den Mitte gekriegt und haben da benutzt und haben da gar nichts bekommen, oder was? Ja, nee, nee. Das sind dann ein bisschen schwereres als das davor. Meine Güte, ist das ein schweres. Sollte oben sein bei ihren Crux gerade. Die Dame. Sehr, sehr vorsichtig sein oben. Kann eigentlich nur Topseite sein. Können wir hier invaden und dann den Drake nehmen, I guess? Oh, hier ein Wurzel. Ich glaube, Drake ist auch noch besser, ne? Prompt spawnt auch gleich. Die könnten wir dann danach nehmen. Jetzt können wir für unten gehen zusammen. Oh, schöner Fake-Out von ihr. Respekt. Da raus. Ein Melfight ohne Ult, ne? Lol. Okay, das anscheinend ist ja im Moment ohne Ult ein bisschen zu stark für uns, ne? Die Kindheit kann jetzt nämlich auch noch den Stack, kann sie auch noch nehmen. Da hat sie Doubles, also hat sie zwei Stacks jetzt. Das ist sehr, 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 sehr bitter. Oh? Alter, Kiara spielt so einen auf, ne? Die probiert euch ja. Probiert ja euch. So, dann gehen wir. Dadurch, dass sie jetzt ja gestorben ist, würde ich sagen, starten wir oben und clearen runter. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob oben überhaupt irgendwas ab ist. Können wir gleich finden zusammen. Das heißt, wir können in ihre Top-Seite reingehen und sie da invaden. Aber sie hat natürlich noch Ulti zur Verfügung. Das heißt, hier zum Beispiel hätten wir die Krabbe als Exit-Crab machen sollen und hätten direkt ihre Raptoren invaden sollen, ne? Die ist actually immer noch unten. Die wird wieder für die Krabbe gehen. Ja, für mein Dings gehen, wenn man wird. Dann hätten sie das verhindern können. I love rock'n'roll. Ne, das sieht hier alles ein bisschen int aus, aber ihr müsst sehen, ne, wir sind super weit ahead im Jungle und der gegnerische Jungler wird komplett unterdrückt. Die kann fast nichts machen in dem Game. Das ist genau so soll es sein. Ne, so richtig schön oppressive spielen mit Karthus. Und da werdet ihr immer mal Tode nehmen, aber ihr, das ist so ein bisschen der Boss-Playstyle. Den nächsten Drake ready sein. Ich bin... Leider habe ich noch keine Shadow Flame. Aber wir sollten uns Ulti aufheben. Ich habe mir gerade kurz überlegt, soll ich sie vielleicht einfach zünden, um den Mirko zu versuchen zu killen? Aber der kann halt noch... Also, der kann halt noch genug Heals haben, ne? Nächster Patch. Der nächste Patch sieht sehr, sehr gut aus, ne? Sie buffen endlich wieder Midlane. Midlane kriegt jetzt dasselben Gold-Income wie Toplane wahrscheinlich wieder. Endlich, endlich, endlich. Die haben... Also, Mitte war ja wirklich ein Desaster. Für so lange Zeit jetzt. Da können wir von Glück reden. Endlich wird was gemacht. Arme Midlane. Ich hab meinen Q vergessen zu machen oder so. Set. Hier rüber. Hier rüber. Sehr schön. Da sind Mitte noch am Fighten. Wir haben unseren zweiten Drake bekommen. Als auch unsere Shadow Flame. Wobei in dem Game wahrscheinlich auch Morellos besser gewesen wäre, ne? Wir können schauen, ob wir Crasher hier immer abholen können. Ja, die haben leider auf jeden Fall hier Vision. Ich glaube nicht, dass wir Crasher holen können. Vielleicht können wir King Danny abholen. Nice, dann lass uns nach oben flitzen. Und ob hier die Kindred ist. Ja, Vorsicht, die ist irgendwo da. Finish, finish, finish. Ist das finish? War schon sehr free. Aber nicht so, also nicht 100% free. Der Yasuo kann auch für den Tornado-Stil gehen. Na, Flash. Okay. Ist rausgespielt von uns da. Let's go, Leute. Ganz starkes Play wieder. Ihr seid nicht umsonst hier bei Karthus for you, Sir. Die Karthus Mechanics. Amazing. Wait, es gibt neue Twitch-Brand-Guidelines? Oh, no. Oh mein Gott, die haben gesehen, dass ich mein erstes Placements gemacht habe mit Diablo 4. Nein! Twitch ändert ihre Regeln. Oh, no. What is happening? Im Übrigen, ne, wenn ich so ein Play raushaue auf Karthus, wie gerade den Double Kill mit Nash Secure, dann ist es echt
sehr frech, dass im Chat nicht mindestens 100 Klappers sind. Ne? 100, also 100 ist, ich finde, das ist das Minimum. Das ist auch ein Zeichen des Respekts. Oder des Disrespekts. Oh, hallo, shit, warum ist der? Guck mal, so stark. Oh, schöner Versuch. Aber der, guck mal, der Mensch ist ja crazy. Na, bei dem Play sollt ihr nicht klatschen. Nein, jetzt sollt, nein. Ich meine, ich hab's euch nicht korrekt gesagt. Nein, bei dem Play gerade solltet ihr nicht klatschen. Nee, das war nicht das Play. Zwei Assists, okay. Vier Assists, okay. Track secured, Zeit für Klapper. Der fünfte Assist noch, bitte. Also, mein Team spielt's nicht gut, ne? Krieg keinen Assist mehr. Ah, reporten wir. Man kann jetzt schon in-game, ne? Cheat, offensive name. Was ist das hier? Das ist halt so krass, finde ich, dass du bei Kartus aktuell. Also, du machst nichts, wirkt. Also, du machst halt nichts außer farmen, aber du machst so viel, einfach weil du farmst. Ich bin so strong in dem Game, ne? Wir zerstören die Gegner halt komplett. Eine Ulti alleine ist die Hälfte der Lifebar von jedem Spieler von denen. Das ist halt so disgusting, ne? Meine Meinung zu der Sache mit Rammstein aktuell, boah, das ist schon gut disgusting, ey. Und diese ganzen persönlichen Erfahrungsberichte, die ja nun wirklich auch sehr große Übereinstimmung haben, muss man ehrlich sagen, ist schon ein gutes disgusting alles, ey. Und ich hatte Konzertkarten am Mittwoch, Leute. Ich hatte Karten für Mittwoch. Haben sie es abgesagt? Nee, absagen tun sie. Ihr Event sagen sie nicht ab. Nein, aber. Kannst ja da nicht mehr hingehen in meiner Position. Oder nicht, also, ne, das ist halt, ich meine, du musst deiner Reichweite gerecht werden und du kannst, also, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, kannst du da nicht hingehen. Na, that's okay. Dann machen wir es am Morgen einfach einen richtig schönen League-Tag, wir zwei. Du und ich. Ja, es ist Zeit für den Reihenfahrer, man. Seid ihr bereit für den Fahrer? Ja, das war nicht die Fahrt, die ich wollte. Ich hab gerade das Game verloren. Ja. Jupp. Ja, okay. Kinder Assist. Let's go. Das war ja nicht die Flanke, die ich wollte. Könnt ihr aufhören, bei solchen Plays zu klatschen, Twisted? Jetzt werde ich aber wild, ne? Jetzt wird geklatscht, ja. Ich muss sagen, gleich die nächste. Also so stark bin ich jetzt nicht, wie ich gerne wäre. Nash bekommen immerhin, ne? Müssen immer Nash kriegen. Shit, ey. Ja, die will mich hier schon trappen, ne? Wir kriegen immerhin Nash, oh. Die haben leider den Drake gekriegt. Die haben leider den Drake gekriegt. Nice. Das sind zwei Kills. Drei Kills. Könnte sogar Game sein. Mit Nash braucht dem ja auch noch. Oh, krass, dass die Riven dann noch stirbt. Warum klatscht die jetzt immer, wenn ich sterbe eigentlich? Da muss ich jetzt aber schon mal nachfragen. Kritisch erfragen muss ich da. Nee, also diese Qiyana macht so viele wichtige Catches fürs Team, ne? So viele gute Aktionen. Ein Segen für uns. Theoretisch kann ich einfach ulten und die müssen basen. So, das mache ich. Wirbelt. Das war natürlich keine Ult mehr für 110, ne? Ich weiß nicht, ob das rough war. Weil jetzt haben wir keine Ult mehr. Das kann ich nicht mehr teamfighten. Nice. GG Wimplet. Huge. Sehr, 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 sehr huge. Wie läuft es jetzt eigentlich heute? Das ist jetzt unser dritter Win. Mit dem stehen wir 3-2. Das heißt, jetzt sind wir zum ersten Mal für den heutigen Tag, sind wir jetzt im Plus, ja. Tatsächlich hat die Qiyana. Die Qiyana hat hier das Game super hart gecarried. Klar, die Botlane hat die guten Stats und so, aber die Qiyana hat dafür gesorgt, dass wir gewinnen können. Qiyana hat dafür gesorgt, dass wir das gewinnen können. Sehr, sehr stark gespielt von ihr. Talking way too loud, and if you don't like the
a sound. You could just tune it out. Who you rooting for? They say whatever team that'll win. I say cool, cause it's gonna be whichever.